Sehr geehrte Frau Sektionschefin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Auch ich darf Sie ganz herzlich im Namen meiner Kollegen dieser Abschlussfeier begrüßen. Ich wurde gebeten, mich möglichst kurz zu fassen. Ich bin noch nicht so geübt im Reden halten wie meine Vorredner. Das letzte Mal, dass ich einen ähnlichen Kreis gesprochen habe, war in der Hochzeit. Okay, es waren weniger Leute. Es war Anfang April 2008, als ich in die Räume die Vortragsräume gekommen bin. Und die Erwartungen an den Kurs waren sehr hoch. Meine Angst vor dem, was mich dort erwartet, war dementsprechend auch hoch. Und als die Vorlesung angefangen habe, habe ich eine einzige Frage im Kopf gehabt. Warum tue ich mir das an? Warum ich mir das angetan habe, war von Anfang an ziemlich klar. Es ging um eine gute Ausbildung, die meine berufliche Gegenwart und Zukunft absichert. Der Kurs beginnt dann, es vergeht eine Woche nach der anderen, die ersten Prüfungen kommen auf einen zu, die man dann Gott sei Dank auch besteht. Das erste Semester vergeht, das zweite Semester vergeht, das dritte Semester vergeht und schon ist die Abschlussprüfung da. Und diese Schreckgespenst-Abschlussprüfung, das im April so weit war, ist leider Gottes viel schneller da, als man sich das wünschen würde. Rückblickend kann ich sagen, ja, die Ausbildung war gut. Ob die berufliche Zukunft damit abgesichert ist, werden wir in 25 Jahren wissen. Ja? Wie es vorher schon angesprochen wurde, wir werden dann wahrscheinlich hier stehen, vielleicht sind wir eingeladen, stehen dann im Prater, also nicht hier im Prater, sondern in einem Festsaal. Und sollte ich dann auch als Gastredner fungieren dürfen, kann ich natürlich berichten, ob die berufliche Zukunft rosig war. Ich bin auch hier, um mich auch durch meine Kollegen bei ein paar Personenkreisen zu bedanken. Also der erste Dank soll denen gelten, die uns drei Semester lang begleitet haben. Das sind unsere Familien, unsere Kollegen, unsere Freunde, denn ohne deren Unterstützung wäre es oftmals nicht möglich gewesen. Bedanken darf ich mich auch bei unseren Vortragenden und Prüfern, die versucht haben, ihr Wissen an uns weiterzugeben. Ich weiß, das war oftmals nicht sonderlich leicht, aber ich denke, es ist gut gelungen. Besonders hervorheben möchte ich hier natürlich zwei Prüfer, Professor Dr. Mühlmann und Frau Dr. Holzer. Haben wir da? Darf ich auch Sie jetzt auf die Bühne bitten, dadurch, dass wir ja auch mussten, dürfen auch Sie. Das war aber nicht vorgesehen. Ich weiß. Ein kleines Präsent. Möge jeder von uns seine persönlichen Ziele erreichen. Danke.